Yeah, I run an Irish sound, see, I don't know. I the real Irish sound in town. Running Irish sound, running Irish crew, see, I running Irish girl. Ich habe vor 10 Jahren angefangen. Das hat damit angefangen, dass wir eigentlich ein bisschen nach anderer Musik abseits vom Mainstream geguckt haben, verschiedene Stils ausprobiert haben und ich irgendwann bei Reggae und Dancehall gelandet bin, weil das für mich eine Musik ist, die sehr anders ist als Mainstream-Musiksparten und auch als Szene-Musiksparten. Irgendwann, weiß ich auch nicht, hat sich die Liebe bei mir selber so zum Reggae irgendwie rausgestellt, dass das eigentlich mein Ding ist. Und dadurch, dass es nicht viele Leute gibt, die das machen, damals zumindest, war das halt auch ein Ding irgendwie, wo man sich so seine eigene kleine Ecke finden konnte, das für sich machen konnte. Mit seinem Soundsystem Running Irie ist Felix glücklich einer der treibenden Kräfte in der Wuppertaler Reggae-Szene. Dabei ist er für viele Veranstaltungen im Tal verantwortlich. Wir haben dann in den Clubs in der Umgebung und hier in Wuppertal angefragt, ob wir da mal auflegen könnten. Hat auch meistens recht schnell alles geklappt. War allerdings ein bisschen unbefriedigend, die Situation, wenn man da meistens schlecht bezahlt wurde oder auch gar nicht bezahlt wurde. Und wir haben dann recht schnell angefangen, unsere eigenen Partys zu machen. Unten im Café Adda, dort kennen wir schon auch noch recht viele, ich glaube seit 2003 ungefähr. Und sind so seit 2003 eigentlich, jeden Monat machen wir in verschiedenen Clubs hier verschiedenste Partys. Und werden dadurch, dass das auch überregional mittlerweile recht bekannt geworden ist, die Eventreihen quer durch Europa eigentlich gebucht. Ein aktuelles Projekt von Felix Glücklich startet demnächst im Bloom Club. Ja, wir wollen mit der Dancehall University-Reihe im Bloom Club eigentlich eine qualitativ hochwertige Reggae- und Dancehall-Reihe hier in Wuppertal an den Start bringen. Also das heißt, nicht die üblichen Hits, die eigentlich mittlerweile jeder kennt, sondern schon sehr gute Sounds den Leuten auch bieten, die abseits von den üblichen Reggae-Hits irgendwie auch neue Sachen spielen, unbekannte Sachen spielen und die Leute wirklich typisch jamaikanisch entertainen. Gerade was Reggae betrifft, ist Wuppertal in der Szene in ganz Deutschland ein Begriff. Also in der Reggae-Szene ist Wuppertal schon sehr bekannt, das ist wirklich egal, wo man in Deutschland ist und man sagt, man kommt aus Wuppertal, so, oh, ja, die Reggae-Hochburg, so. Das ist schon so. Hier in Wuppertal, ich weiß auch nicht, warum das den Leuten oft nicht so auffällt. Vielleicht werden immer Sachen, die vor der eigenen Haustür passieren, da meckert man lieber drüber oder beachtet die vielleicht auch manchmal nicht so. Aber hier in Wuppertal ist auf jeden Fall Reggae Hochburg. Am ersten Jahr Wuppertal, Vater Bandelierer, Molly B, Germany, World Germany.